das Thema vielleicht in diesem Zugriff Russland-Komplex wirkt jetzt ein bisschen entlegen, aber es ist ein ganz aktuelles Thema und wir werden eine ziemlich aktuelle Veranstaltung haben. Dieser Krieg, um den es jetzt geht und der tatsächlich ja ein Krieg ist, wie wir ihn in dieser Form nach 1945 nicht erlebt haben, dass das größte Land, auf jedenfalls der eurasischen Fläche, das zweitgrößte Land Europas, die Ukraine, nicht einfach nur angreift, sondern auch in seiner Existenz als per se unberechtigt betrachtet, obwohl es eine völkerrechtlich verbindliche Anerkennung der Eigenstaatlichkeit gab. Das ist ein ungeheurer Vorgang, mit dem wir uns noch sehr lange beschäftigen werden. Und Sie werden ja vielleicht, wie ich auch, diese Sitzung im Deutschen Bundestag vor, ja, wann jetzt, knapp 4 Wochen, gesehen haben, in Auszügen oder ganz. Und man spricht ja auch von einer Wende in der deutschen Politik. Und ich glaube, das ist es auch. Es ist eine Wende, manche haben auch von einer zweiten Wiederbewaffnung gesprochen, das Wort steht im Raum. Also wenn Sie das mit den Wiederbewaffnungsdebatten der 50er Jahre assoziieren, ist der Begriff nicht ganz falsch. Und siehe da, unsere Nachbarländer fühlen sich ja davon nicht bedroht, dass Deutschland jetzt seinen Teil an dem, was die westliche Allianz, was die europäische Gemeinschaft jetzt in dieser Lage zu tun beschlossen hat und tun muss, seinen Anteil dazu beiträgt. Also alle diese Gespenster eines deutschen Europa, einer deutschen Übermacht, nein, ganz im Gegenteil. Dass Deutschland sich unter Berufung auf seine besondere Geschichte und übrigens immer auch seine besondere Geschichte mit Russland aus allem Möglichen in einer durchaus komfortablen Weise, manchmal auch sehr geschäftstüchtigen Weise herausgehalten hat und die Vorstellung von sich selbst hatte, das könnte man sagen, war eine Sache, die von Kohl über Schröder, auch auf Merkel, weiter transportiert worden ist, dass gerade wir Deutschen diejenigen wären, die eine besondere Beziehung, eine besondere Brücke zu Russland bauen müssten oder erhalten müssten, wenn sie durch so dramatische Geschichten wie eben schon diese Annexion der Krim und die Eröffnung dieses Krieges im Donbass seit dem Jahr 2014, das sind jetzt schon immerhin 8 Jahre her, also wenn diese Belastungen eintreten, wir müssen diese Brücke halten. Naja, diese Brücke ist jetzt eingestürzt, das ist einfach so. Und diese Losung, die ja eigentlich auch von Schröder auf die Merkel-Regierung übergegangen ist, die aus einem eher sozialdemokratischen Kontext stammt. Früher hieß es mal Wandel durch Annäherung in den Zeiten von Willy Brandt. Das war die damalige wirklich sehr verdienstvolle neue Ostpolitik, die eben auch auf Wandel setzte. Und dieser Wandel hat ja dann auch 89 sogar auf eine alle überraschende Weise stattgefunden. Ja. Aber jetzt war die Parole Wandel durch Verflechtung. Und so kam es eben dann dazu, dass im Jahr 2015 noch dieses Anschlussprojekt von Nord Stream 2 geplant wurde, dass diese Abhängigkeit noch weitergehender und noch enger gestaltet wurde und dass man gehofft hat, dass durch diese Verknüpfung man einen Einfluss auf die Politik Russlands behalten würde.
Das ist etwas, was eben an eine sehr alte Tradition deutscher Sonderpolitiken und Sonderbeziehungen mit Russland anknüpft. Das ist eigentlich das, was ich mit diesem Begriff des deutschen Russland-Komplexes gemeint habe. Und da tut sich ein ganzer historischer Rückraum auf, der sehr ambivalent gewesen ist in dem Sinne. Also meine Beschäftigung mit diesem Stoff, wenn ich das noch autobiografisch sagen kann. Sie haben das erwähnt, also ich bin aus diesem neokommunistisch-neulinken Kontext der 70er Jahre, an den ja ein ganz beträchtlicher Teil der Studentenbewegung in Westdeutschland damals übergegangen ist, sehr stark über die Beschäftigung mit den realen Oppositionen im realen Sozialismus ausgestiegen, und das betraf dann in ganz besonders auch geschichtsträchtig bedeutender Weise diese Bewegung in Polen 80-81, die ja dieses ganze Erdreich in einer Weise aufgelockert hatte, wie Ungarn 56, Prag 68 das so nicht erreicht hatte. Ja, da hatten wir erstaunlicherweise ein Sensorium dafür, dass dieser Zustand so nicht auf Dauer bleiben wird. Ja, wir waren also auch ein bisschen antisowjetische Linke, weil für uns alle diese Ordensbrüste dort, Generalsgarden und so und diese steifen Generalsekretäre mit allem, was man historisch je mit Sozialismus oder so verbunden hätte, oder dieser verkniffene Herr Honecker und so, das hatte für uns ohnehin vielleicht solche Konnotationen nicht mehr. Aber jedenfalls aus dieser Beschäftigung von einer polnischen Perspektive heraus habe ich im Jahr 85 so ein Buch geschrieben in einem kleinen Verlag. Das hieß Deutschland, Polen, Russland. Und das war sehr stark aus Polen als einer unglücklichen Mitte, ja, zwischen diesen beiden Mühlsteinen Deutschland und Russland. Wenn wir jetzt über Deutschland und Russland reden, was meinen wir eigentlich? Wir meinen zwei, also in jetzt größerer historischer Perspektive, zwei große Reichskomplexe. Ja, und zwar beide berufen sich auf irgendwelche tausendjährigen Traditionen, bis dann diese tausendjährige deutsche Tradition im tausendjährigen Reich des Adolf Hitler sich gewissermaßen selbst in die Luft gesprengt hat. Also das heißt, es musste von anderen in die Luft gesprengt werden. Der Graf Stauffenberg hat es leider nicht geschafft. Der im Zentrum dieses Wahnwitzprojektes war, in die Luft zu sprengen. Und insofern war es eine ungeheure Katastrophe, in die Deutschland sich selbst mit diesem Vernichtungskrieg nach allen Seiten hineingeritten hat. Aber auf der Gegenseite gab es eben eine Sowjetunion, die eine Verwandlungsform eines alten russländischen Reiches, so muss es ja übersetzt werden, Rassiski, also russländischen Vielvölkerreiches war. In dem, nebenbei gesagt, die Russen im ethnischen strikten Sinne immer eine Mehrheit waren. Außer, das war schon im zaristischen Zensus so, sie erklärten sich selbst zu den Großrussen, und zwar indem es dann nämlich die Kleinrussen gab, das waren die Ukrainer, deren Sprache und Kultur verboten war, die sich als solche nicht konstituieren durften. Und die Weißrussen, die Großrussen, die Kleinrussen und die Weißrussen, die bildeten dann eine 70-prozentige Mehrheit eines Reichsvolkes. Aber ganz Moskau zentriert, von Moskau her dominiert oder in der zaristischen Zeit ja auch von Petersburg. Die Sowjetunion war eine Verwandlungsform dieses alten Reiches. Es war in einer ganz erstaunlichen Weise den Bolschewiki gelungen, mit einem extremen Maß an Terror nach innen. Also der Bürgerkrieg hat
gewaltigere Opfer gefordert als zum Beispiel der Weltkrieg vorher. In den Jahren 17 bis 22, 23 hat Russland in einem inneren Bürgerkrieg gewaltigere Menschenverluste erlebt, gewaltigere Katastrophen als durch den Weltkrieg davor. Und es gelingt ihnen zu verhindern, was mit Habsburg passiert ist, was mit dem Osmanischen Reich passiert ist. In einer neuen Form schmieden sie einen neuen multinationalen Machtstaat neuen Typs, zusammengehalten durch eine kommunistische Partei, neu zusammen, zum beträchtlichen Teil in regulären Feldzügen der Roten Armeen, die sie vom Moskauer Zentrum her schicken. Also Kiew ist ungefähr 3- oder 4-mal von solchen und solchen Armeen, auch den Weißen Armeen, dann wieder die Roten Armeen. Das können Sie in Bulgakows Weißer Garde oder so nachlesen. Aber auch Georgien, das war das letzte freie, die letzte freie Republik, 22 von der Roten Armee überrannt, mit immer gewissen Parteigängern im Inneren. Also sie haben es geschafft, was übrigens weiße, ursprünglich zarentreue Emigranten nannten, die dann nach Russland, in die Sowjetunion zurückkehrten. Die Bolschewiki haben mit roten Händen die Sache des großen Russland vollbracht. Sie haben mit roten Händen unser russländisches Reich wieder neu zusammengefügt. Jetzt hat Putin, der in der Zeit seiner Quarantäne, man sagt, dass er sich seit 2020 sehr strikt quarantäniert hat. Er fing schon vor 10 Jahren an, bei seinem zweiten Amtsantritt, sich also in die russische Geschichte zu vertiefen. Er hat zeitweise den obersten Historiker des Landes gegeben. Also für einen Historiker wie mich ist es eine ungeheure Situation, wenn da an einem langen Tisch, das waren noch nicht diese ganz langen Tische, die wir jetzt sehen, wo die anderen alle ganz weit am anderen Ende sitzen müssen, sondern aber große Tische. Und er saß am Kopfende und hat den jungen Historikern verklärt, was die korrekte Auffassung der russischen Geschichte ist. Was ist die korrekte Auffassung der russischen Geschichte? Dass es ein ewiges, 1000 Jahre überdauerndes Imperium ist, durch alle Höhen und Tiefen, durch alle Tragiken hindurch. Und dass alle Feinde von außen, da ist er eigentlich teilweise eher in einem bolschewistischen Diskurs noch. Also der Bürgerkrieg wird ja auch als eine Invasion von 13 Armeen gegen Russland. Komischerweise hat die Rote Armee aber nie gegen ausländische Armeen außer dem polnischen Armee 1920 gekämpft. Also es war ein innerrussischer Bürgerkrieg. Oder dann eben durch eine Kette von Aggressionen hindurch, und die setzt sich jetzt gegenwärtig gerade fort. Russland wird erneut angekreist und so weiter. Aber Russland hat durch alle historischen Situationen hindurch immer überdauert. Als ein mächtiges, im Kern gesundes, von tiefen, traditionellen Werten des Gemeingeistes, der Spiritualität, Duchovnos, das kann man kaum übersetzen, also eine Geistigkeit, alles im Gegensatz zu dem niederen Materialismus westlicher Länder und so weiter. Ja, starke Führerfiguren, leider auch schwache. Lenin stellt sich jetzt plötzlich bei ihm heraus als der, der zwar von Haus aus eigentlich schon stark war, aber dann doch schwach, weil er nämlich gegen Stalin, wir sind jetzt im Jahr 22, bei der Gründung der UdSSR, diesen dummen Paragraphen reingesetzt hat, dass diese anderen sowjetischen Republiken eine gewisse Autonomie haben sollten und sogar, das stand ja in der Verfassung, das Recht auf Austritt. Also die Ukraine, die hatte ja sogar einen Sitz dann in der UN nach 45, hatte das Recht auf Austritt. Natürlich, solange
dieses Regime so war, wie es war, hatte ja auch nicht mal die DDR das Recht auf einen Austritt aus dem Warschauer Pakt, obwohl das wahrscheinlich in den Warschauer Paktstatuten vielleicht auch drin stand, ich weiß es jetzt gar nicht. Und das, sagt Putin, war der Geburtsfehler. Das hätte nicht passieren dürfen. Was heißt das aber in der Umkehrung? Also Stalin hatte die richtige Position. Er wollte dieses Land als ein von Moskau her zentralistisch organisierten Einheitsstaat. Ja, und das hat Lenin verhindert. Also ist Lenin der Erfinder der Ukraine und er ist derjenige, der den Keim für die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, nämlich den Zerfall der Sowjetunion, gelegt hat. Die Sowjetunion als einem sozialistischen Staatswesen weint Putin natürlich keine Träne nach. Er ist ja auf einem völlig anderen Dampfer in seinem ganzen hyperkapitalistischen und oft schlichtweg parasitären oligarchischen Milieu. Und Oligarchen sind auch die großen, seine Kumpel und so weiter. Also mit Sozialismus hat er nichts am Hut, darum geht es überhaupt nicht, sondern aus seiner Sicht ist der Zerfall der Sowjetunion der Zerfall des tausendjährigen großen Russland. Ja. Um das so zu betrachten, muss man natürlich eine ungeheure Geschichtsklitterung betreiben, denn beispielsweise, jetzt ist ja immer von Kiew als der Mutter der russischen Städte die Rede. Naja, also zu der Zeit, als es ein Kiewer Reich gab und die Anfänge der Orthodoxie, Übernahme der byzantinischen Religion, nicht der römischen, sondern der byzantinischen, das hatte eine ganz bestimmte theokratische Bedeutung, die den Konzepten dieser Herrscher dort näher war, aber in Moskau, mit Verlaub, gab es da gar nicht, da war noch nur Wald. Ja? Also Moskau kommt überhaupt erst 300, 400 Jahre später aus den Büschen, als ein abhängiges Tributfürstentum der Tataren. Und dann erst im 16. Jahrhundert sind wir da, wird ein moskowitisches Reich gegründet und dann erst eigentlich wird in den Jahrhunderten danach, also im 17., im 18., im 19., hauptsächlich im 18. und im 19. Jahrhundert, dieses große russländische Reich, dieser gigantische Komplex, den wir auf der Weltkarte sehen konnten, zusammengefügt. Historisch gesehen ist das ein junges Reich. Das ist dieselbe Zeit, in der die europäischen Kolonialmächte ihre Kolonialreiche zusammenzimmern. Es ist auch dieselbe Zeit, in der die Amerikaner in ihrer Go-West-Bewegung die Vereinigten Staaten von Amerika gründen. Also von wegen 1000 Jahre. Das ist natürlich eine mythologische Neuerfindung. Die war natürlich im 19., 20. Jahrhundert ganz geläufig. Aber die packt er jetzt alle wieder aus, um zu übertünchen, dass Russland eben durch ungeheure historische Kataklysmen, also Umbrüche, Eruptionen, Zusammenbrüche gegangen ist, die fast beispiellos waren in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Also in der Zeit des Ersten Weltkriegs und des Bürgerkriegs verliert durch eine Hungersnot 22, verliert Russland auf alle möglichen Wege fast ein Zehntel der Bevölkerung. Es verliert in der Zeit der Kollektivierung, der großen Hungersnot, vor allem in der Ukraine, aber auch in Kasachstan, auch in Russland, des großen Terrors und dann des ersten Teils des Zweiten Weltkrieges an der Seite Hitlers und dann im sogenannten großen Vaterländischen Krieg. Verliert es nochmal, das heißt zum dritten Mal eigentlich, muss mich korrigieren, also in der Zeit von Kollektivierung, Hungersnot, großem Terror, kann man annähernd wieder von einem Menschenverlust in Lagern, von einem Menschenverlust von einem Zehntel der Bevölkerung reden und durch den großen Krieg dann noch einmal. Also dreimal hat Russland, auch wenn man die Ungeborenen dazu nimmt, eine demografische Katastrophe
erlebt. Ja. Das ist ganz beispiellos in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und die Lehre, von der ich da in diesem Artikel gesprochen habe, ist auch die Lehre, ein Bild der eigenen Geschichte zu gewinnen. Was ist da passiert? Ja, eigentlich, was haben wir uns auch selber angetan? Also die Roten und die Weißen und die Roten, da gab es noch die Grünen und so weiter. Im Bürgerkrieg, das war ja ein Krieg aller gegen alle. Oder im großen Terror, wo die Blüte der neuen sowjetischen Intelligenz oder auch der Fachleute, der Ingenieure und so weiter vernichtet werden. Ein ungeheurer Aderlass. Ja, und dann durch diesen Krieg, den ja Stalin zunächst mit Hitler zusammen in gewisser Weise eröffnet, durch diesen Hitler-Stalin-Pakt. Das ist ja er weiß ja, dass Hitler Polen überfallen wird, und sie sprechen auch schon ab, dass die Sowjetunion Stalin sich den anderen Teil holen wird, und mit Moldawien und den baltischen Staaten, das ist ja abgekartet. Sie eröffnen in dem Sinne Hitler voran den Zweiten Weltkrieg. Stalin sagt am siebten Tag dieses Krieges, da hat sich die Rote Armee noch nicht gerührt, Hitler wird uns gute Dienste leisten bei der Zerschlagung des Weltimperialismus. Der Weltimperialismus ist der westliche Imperialismus, und wir lassen ihn dann mal machen. Dann kommt ja der Frankreich-Feldzug und so weiter, und wir holen uns unsere historischen Teile zurück. Ja, also die baltischen Republiken, die ja unabhängige Republiken waren, ja, Teile von Westrussland, die Westukraine, Moldawien und so weiter und Ostpolen, ja, der östliche Teil Polens. Das sind unsere historischen Gebiete. Also da ist auch schon eine jetzt sehr Russland-Moskau-zentrierte Vorstellung der eigenen Geschichte mit im Spiel, und es ist eine imperiale Großmachtpolitik ältesten Stils. Und dann eben wendet sich aber Hitler gegen die Sowjetunion. Und dann bleibt dieser von Stalin darauf ganz schlecht vorbereiteten Gesellschaft und Armee nichts als ein mit allen Mitteln geführter Kampf um das eigene Überleben. Hitler suchte ja keine Verbündeten, er suchte ja nur Heloten, Sklaven, oder er wollte auch dezimieren. Ja, das betraf an erster Stelle das ganze osteuropäische Judentum. Ja, in Kiew liegt ja die erste Stelle des großen Massakers an den Juden der Ukraine im Babi Yar. Aber beispielsweise auch die Aushungerung Leningrads, ja, hat Hunderttausende von Toten gefordert und war auch eine Strategie der Aushungerung. Und eigentlich durch diesen Krieg, kann man sagen, ist es in diesem Sinne Deutschland unter Hitler, was Stalin auf diese ungeheure Höhe des Jahres 1945 hebt, als er bis Berlin vormarschiert, als er der Erste unter den Siegern des Weltkrieges ist, jedenfalls in Europa, und als ihm ja Grenze geflochten werden, als einem Vater der Völker und der Koryphäe aller Wissenschaften und der erleuchtetste Mensch des Universums und so weiter, wie das vielleicht vorher noch keinem einzigen historischen Führer so aus auch vielen Dichtermunden und so rüber, darüber habe ich auch mal ein Buch geschrieben, geflochten worden ist. Mit der deutschen Geschichte ist das dadurch verbunden, dass gerade in Stalins Perspektive Deutschland entweder herüberzuzieht oder in eine Beziehung zu treten, der Schlüssel war, um den auch westlich-kapitalistischen demokratischen Siegermächten des Ersten Weltkriegs entgegenzutreten. Und das ist ja eine ganze Geschichte, die teilweise mit Rückgriffen auf ältere Traditionen, Russia et Prussia, also wir sind ja hier
auf historischem Gelände in dieser Hinsicht auch. Bismarcksche Rückversicherungspolitik, das spielte alles eine Rolle. Aber jetzt in der Zeit des Versailler Vertrages, also das Ende des Ersten Weltkriegs, waren Deutschland und Russland die beiden großen Mächte in der Welt, die diese neue, wie man sagte, Versailler Weltordnung grundlegend in Frage stellten. Das war auch das Weimarer Deutschland. Das Weimarer Deutschland hat in dieser Zeit neben Außenpolitiken betrieben. Also in diesen Tagen wird sich der 100. Jahrestag des Vertrags von Rapallo jähren. Das war eigentlich ein Vertrag, der für sich genommen ganz unanstößig war. Also beide Länder haben sich wieder anerkannt, haben Beziehungen aufgenommen, haben keine Ansprüche mehr gegeneinander gestellt. Soweit in Ordnung. Aber dahinter spielten sich eben großteils ganz andere Dinge ab, nämlich eine enge Zusammenarbeit von Reichswehr und Roter Armee, in der fast alle Waffensysteme entwickelt worden sind. In den Kamingesprächen der Reichswehroffiziere und der Offiziere der Roten Armee, und man hatte ja regelmäßige Manöver, vor allem auf sowjetischem Gebiet, weil dort wurden die modernen Waffensysteme entwickelt, im Geheimen, weil das durfte Deutschland ja nicht. Da wurde über die Aufteilung Osteuropas gesprochen und insbesondere Polen war zu vernichten. Also da bin ich wieder bei meiner alten Perspektive. Das Polen war das Ärgernis dazwischen. Polen hatte selber ein etwas übertriebenes Selbstbild von sich selbst als historischer Macht, die ungerecht aufgeteilt worden war, wiederhergestellt worden war. Aber dieses Polen musste von der Landkarte getilgt werden, weshalb Molotow dann, als die Rote Armee 1939 von der anderen Seite nach Polen her einmarschiert, sagt, damit sei dieser hässliche Abkömmling des Versailler Vertrags jetzt von der Landkarte getilgt. Ja. Also man näherte sich gegenseitig und hatte Erwartungen, dass in dieser Kombination von einem unerlösten Deutschland im Felde unbesiegt, ja, was geknebelt sei, mit dem jungen Russland, wie man damals sagte, sich eine neue weltgeschichtliche und weltpolitische Konstellation ergeben könnte, von der aus man dann die neue Nachkriegswelt, die von den Westmächten dominiert war, aus den Angeln heben könne. Diese Vorstellung wurde übrigens auch von Teilen auch zum Beispiel der politischen Rechten in Deutschland. Also man konnte antibolschewistisch sein, man konnte aber sagen, ach, außen rot, innen weiß, war ja auch nicht ganz falsch. Tuchatschewski zum Beispiel, Marschall Tuchatschewski, war ja ein alter Gardekürassier des Zaren gewesen, ja, der dann Sowjetmarschall geworden war. Mit dem zum Beispiel hatten sie es sehr früh zu tun. Das ist immer noch das große Russland und wir zusammen können diese Weltordnung erschüttern. Als Hitler im Jahr 26, also meine Lesung ist jetzt gestrichen, ich bin jetzt doch beim Vortrag. Ich wollte Ihnen ein bisschen von dem Sound meines Buches, der ein bisschen anders ist, als ich jetzt so rede, aber es ist ja ein historisch-politisches Buch und insofern sind das eben nun mal die Hauptstationen und die Hauptgebiete, mit denen ich mich da beschäftigt habe. Also es geht vor allem um diese Zeit von 1900 bis 1950, aber in gewisser Weise eben auch bis 1989. Also als Hitler, da war ich gerade aus dem Gefängnis kommt und Mein Kampf vorstellt vor einer
Führertagung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Da sitzt er lauter Leuten gegenüber, unter anderem zum Beispiel dem jungen Goebbels, der gerade ein Buch geschrieben hatte, Hitler und Lenin. Und in sehr verblüffender Weise, das ist im Jahr 1926, ja, sagt er, Lenin, eigentlich ein Erzrusse, er hat Russland gerettet vor dem Zugriff der westlichen Mächte. Die haben lieber Gras gefressen, aber sie haben ihren Staat wiederhergestellt. Und wir, schwach, knieweich, völlig verseucht, verwestlicht oder sonst was, wir brauchen einen Führer und das ist Hitler, der wird Deutschland retten. Lenin hat Russland gerettet, Hitler wird Deutschland retten. Schreibt er, da sind wir im Januar 26. Und dann kommt Hitler zurück und sagt, nein, Freunde. Und da gab es einen ganzen Flügel der NSDAP. Es gab bei den Deutschnationalen, es gab unter den Jungdeutschen in der Jugendbewegung, ja, gab es diese Vorstellung und die hatte dann auch die dollsten Ausprägungen. Ja? Also zum Beispiel, da ist das germanische Element, und da ist das slawische Element. Das germanische ist männlich, das slawische ist weiblich. Männlich, weiblich, wunderbar. Ja? Natürlich ist das männliche germanische Element das führende, aber das weibliche, schmiegsame, slawische Element passte alles natürlich überhaupt nicht auf die Sowjetunion von Stalin. Ja? Aber das waren lauter so schwärmerische Ideen, die mich da beschäftigt haben, die es in x Varianten gab. Und dieser Abschnitt, um das noch zu sagen, von Hitlers Mein Kampf heißt denn auch nicht Ostorientierung, sondern Ostpolitik. Das heißt, er dreht alle diese Vorstellungen um, man könne mit dieser Sowjetunion, die sie alle immer noch als Russland sehen, obwohl sie ein großes, viel Völkerreich ist. Das ist übrigens die westliche Blindheit ja schlechthin. Also auch die Briten, auch die Amerikaner, wenn Churchill von der Sowjetunion sprach, Russia. Ja, jeder amerikanische Band sah nur Russia. Ja, auch in Deutschland war das das neue Russland. Ja. Gut, aber es war nun mal diese Sowjetunion. Und da sagt er, nein, mit denen können wir keine Bündnisbeziehungen eingehen. Denn dieses große Reich im Osten ist dem Untergang geweiht. Ja. Da meinte er sehr wohl, dass es ein vielgestaltiges Reich ist. Also mit der Ukraine hatte man auch im Ersten Weltkrieg schon versucht, vielleicht sie ein bisschen in den deutschen Mitteleuropa-Raum zu ziehen. Vor allem meinte er aber, dass es von den Juden beherrscht sei. Und dann werde die nationale Intelligenzia sich dieser jüdischen Herrschaft befreien. Die könne aber dieses große Reich nicht zusammenhalten und dann sei dieses Russland dem Zerfall geweiht. Das war seine Vision im Jahr 26. Und so kommt er dann, den Germanenzug nach Osten zu lenken und zu sagen, dass ist das, wo wir wieder den Boden gewinnen können, um von da aus dann letztlich dieser angelsächsischen Welt entgegenzutreten. Ja? Volk ohne Raum, das war ja die Parole, die im Raume stand. Naja, und dieses Russland hatte tatsächlich immer ein wenig, vor allem auch in der verwüsteten Situation es war. Und das ist eben etwas, was sich bis heute durchzieht, was ich in diesem Artikel auch so formuliert habe mit dieser Lehre. Es hat so Züge von Raum ohne Volk. Ja. Denn weder die Sowjetunion noch dann erst recht dieses nachsowjetische Russland ist ja je in der Lage gewesen, im Grunde diese ungeheuren Flächen, Ressourcen und so weiter zu erschließen. Sondern in einer paradoxen Weise geht das immer in eine Expansionsbewegung über, wo noch mehr dazu kommt, statt sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man hat. Ja. Und ja, das war eben auch eine deutsche Vorstellung, die eben auf Seiten der stalinistischen Führung ein Pendant hatte, dass man eben eigentlich mit diesem gegen Versailles rebellierenden
Deutschland in eine Beziehung treten wollte. Meine Beschäftigung mit dem Thema kommt aus einer längeren Zusammenarbeit in den 90er Jahren mit Lev Kopelev. Ich weiß nicht, ob der Name Ihnen noch geläufig ist. Das war ein sowjetischer Dissident, ein Germanist, der 1945 als Propagandaoffizier der Roten Armee in Ostpreußen verhaftet worden war, fast 10 Jahre ins Lager gewandert ist, darüber großartige Bücher geschrieben hat und der in einer sehr emphatischen Weise über die Kulturverbindung zwischen Deutschland und Russland gesprochen hat. Und diese Kulturverbindung war natürlich oft ungeheuer fruchtbar. Die waren, und es ist auch an russischer Literatur beispielsweise nie so intensiv übersetzt und gelesen worden, beispielsweise wie gerade in der Weimarer Zeit. Ja, da waren auch viele Emigranten, es gab ungefähr viele Übersetzungen, es gab 3 Dostojewski-Gesamtausgaben, es gab also ein, und man hat das fieberhaft gelesen, weil man auch dort wissen wollte, was passiert, in dieser Literatur es finden wollte. Oder auch auf künstlerischem, auf wissenschaftlichem Gebiet. Ja. Da gibt es ja eine ganze große Kulturgeschichte dieser Beziehung. Die war großartig. Ja. Aber in der politischen Ausbuchstabierung war es hochproblematisch. Ja. Und das war eben dann, was Hitler umkehrte. Ja. Er kehrte es um. Er hat diese Beziehungen abgebrochen. Das letzte Manöver von Reichswehr und Roter Armee findet im Herbst 1933 auf deutschem Boden noch statt. Gemeinsames Manöver. Und dann ist Abbruch. Und dann siehe da, nachdem man im Westen nicht richtig ganz weitergekommen ist, Tschechoslowak, München und so weiter, plötzlich über Nacht 1939 schwelgen sie in alten deutsch-russischen Verbindungen. Ja, wenn Sie die Presse mal aus der Zeit lesen, alte Waffenbrüderschaft und der Antibolschewismus oder so beispielsweise ist gar kein großes Hindernis. Und für die Sowjets ist ja auch der Faschismus kein großes Hindernis. Also alle diese Titel sind oft eben nur eine ideologische, ja, ich will nicht sagen Garnierung, aber jedenfalls ein Überbau, mal marxistisch ausgesprochen, über einer basalen Beziehung. Es geht ja immer noch um die Länder. Ja? Es geht immer noch um Russland, Sowjetunion und Deutschland. Ja? Und das ist das stabile Element, was eine gegenseitige Beauftragung, Attraktion, eine historische Möglichkeit simuliert. Wenn wir zusammen, soll sogar Stalin noch zu seiner Tochter nachher gesagt haben, dieser Idiot Hitler, zusammen hätten wir die Welt aus den Angeln heben können. Ja? Naja, der Idiot Hitler hatte eigene Gründe, warum er dann eben doch diesen Überfall machte, auf den die Rote Armee eben in katastrophaler Weise nicht vorbereitet war. Aber dann, 1949, ist es wiederum Stalin, nachdem also die Alliierten sich auf diese deutsche Teilung geeinigt hatten, der an den Gründungskongress der DDR, die ist auf einem gesamtdeutschen nationalen Volkskongress mit Delegierten aus Frankfurt am Main und so weiter in Berlin gegründet worden, in der Hauptstadt, der deutschen Hauptstadt. Sie kennen ja auch diesen Stalin-Spruch, die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt. Hat er tatsächlich hingeschrieben in seinem Glückwunschtelegramm, wenn wir mit der gleichen Leidenschaft, mit der wir und Energie, mit der wir gegeneinander gekämpft haben, jetzt für den Frieden, das heißt für die sowjetisch geprägte Weltordnung, die als Friedensordnung daherkam, kämpfen werden, dann werden wir große Taten von Weltbedeutung verbringen. Also das war wieder ein Angebot an deutsche Größenvorstellungen im Schatten jetzt der sowjetischen Größenvorstellung wieder eine weltpolitische Bedeutung zu haben. Diese Vorstellungen hatten letztlich immer, wenn sie politisch operationalisiert werden mussten,
wenn man sie in Politik übersetzen kann, haben letztlich nie Bestand gehabt. Nicht in der Weimarer Zeit, als man eben diese Idee hatte, vielleicht ja, in dieser Ostpolitik, da könnte man also wieder zu Kräften kommen. Nicht in der hitlerschen Version, die das Ganze umdreht. Nein, da holen wir uns den Lebensraum. Aber auch nicht in dieser Version jetzt zum Beispiel eines neutralen Deutschland, was ja Gesamtdeutschland, was ja Europa balkanisiert hätte. Das muss man ja auch sehen. Wäre es gelungen, unter sowjetischem Patronat ein neutrales Gesamtdeutschland zu etablieren, das de facto in einer, gewissen Abhängigkeit gegenüber Russland als der Garantiemacht dieser Sache stünde, dann wäre die ganze europäische Einigung vermutlich so unmöglich gewesen. Aber das hat so nicht funktioniert, ja, sondern es gab diese Drift nach Westen, es gab diesen Drang, sich eben europäisch zusammenzuschließen, und die Residuen dann dieses Deutsche-Russland-Komplexes, dieses Versuches einer Sonderbeziehung, finden wir dann eben eingelagert in den späteren, jetzt von der bundesrepublikanischen Phase her, Perspektive her gesehen, in der Phase der Entspannungspolitik, die eben, wie gesagt, von Willy Brandt, der ja nun aus der Frontstadt Berlin kam, ja, aber wusste nach dem Mauerbau, so kann man nicht weiter existieren, wir müssen ein Verhältnis finden, und dort passierten ja auch Dinge im Osten, ja. Also Wandel durch Annäherung. Das war eine sehr bedeutende Änderung der bundesdeutschen Politik. Auch mit der DDR trat man ja in vertragliche Verhältnisse. Man machte die KSZE-Konferenz. In der KSZE-Konferenz war übrigens den Teilnehmerstaaten, zu denen ja auch die osteuropäischen Staaten zählten und von der Sowjetunion unterschrieben, beispielsweise Bündnisfreiheit im Prinzip zugestanden, ja, wie auch ein ganzer Katalog von demokratischen Rechten, von Meinungsfreiheit, auf die sich dann Dissidenten in der Sowjetunion anderswo bezogen haben. Also die Sowjetunion hat in dieser Zeit sehr weitreichende Verpflichtungen theoretisch eingegangen, ohne sie dann natürlich umzusetzen, aber trotzdem, es war ein bedeutsamer Schritt, Wandel durch Annäherung. Aber dann in den 80er Jahren hat das schon einen etwas anderen Twist bekommen. Das verbinde ich sehr stark. Das ist dann in der bundesdeutschen Politik Helmut Schmidt und derselbe Egon Bahr, der auch mit Brandt zusammen diese Politik entworfen hatte. Und zwar genau, da bin ich wieder bei Polen, 80-81, als eben in Polen das Kriegsrecht verhängt wird. Und als am nächsten Morgen Helmut Schmidt bei Erich Honecker am Werbelinsee sitzt und sie signalisieren, unser Verhältnis geht weiter, wir machen, das wird uns nicht aus der Bahn werfen, jetzt ist nichts passiert, was nicht irgendwie auch so gedacht werden konnte. Brezhnev hatte ja 68 die Brezhnev-Doktrin erklärt, das heißt, kein Land des Warschau-Paktes hatte jetzt mehr das Recht, oder die Sowjetunion nahm sich das Recht zu intervenieren, wenn dort die Sachen aus dem Ruder liefen. Und dann sagt Helmut Schmidt, der bundesdeutsche Kanzler, sagt, er bedauert es sehr, dass dieser Eingriff, die Verhängung des Kriegsrechts in Polen, das hat natürlich das polnische Militär selber dann gemacht, weil es nicht wollte, dass die Sowjetunion damals alle 68 interveniert. Er bedauerte sehr, dass das notwendig wurde. So, das war natürlich eine fast Anerkennung, und Egon Bahr hat auch wenig später in einem Buch gesagt, dass man der Sowjetunion dieses Recht auch einräumen musste in ihrem Brit, würde man preußisch sagen, für Ordnung zu sorgen. Ja. Also das waren sehr weitgehende Zugeständnisse an die Brezhnev-Doktrin im Namen der Stabilität. Und das war wiederum
Das war eine deutsche Sonderpolitik. Also man glaubte, man hat einen besonderen Kanal und so kann man dann weiterkommen. Große Röhrengeschäfte und so weiter. Also dieses Wandel durch Verflechtung war auch damals schon im Raume gestanden, durch die großen Röhrengeschäfte und das alles. Ja, und dann war man eben völlig baff und unvorbereitet auf das, was eben 89 passierte, als, ja, ich benutze damit dafür immer gerne das Bild vom Gras, was durch den Beton wächst, ja, was ja in der Natur auch wirklich passiert. Und alle diese Regungen, die unter der Decke sich ausgebildet hatten und scheinbar nur kleine Gruppen von Unzufriedenen, Nicht-Einverstandenen, so heißt ja Dissident auf Deutsch, oder ja, irgendwelche Schriftsteller, die ein bisschen gegen die Zensur gemotzt haben, plötzlich explodiert das ja in dem Moment, in dem Gorbatschow dieses Wort Glasnost, das war eigentlich das Entscheidende, in den Raum stellt. Das heißt, wir müssen offen reden miteinander. Ja? Und dann explodierte der öffentliche Raum. Er explodierte natürlich auch eben in allen anderen osteuropäischen Ländern. Also das war die sehr viel geschichtsmächtigere Vorstellung gegenüber dem anderen Wort von der Perestroika, was nämlich ein leninistischer Begriff war, an denen wiederum, das ist dann so die letzte etwas kuriose Geschichte einer vor allem auch westlichen, aber vor allem wieder auch westdeutschen Gorbimanie in der Zeit, nämlich dass Gorbatschow nun in die Position eines ganz großen Reformators, der diese ganze Weltgegend dort vom Kreml her in einem großen Guss, in einem großen Entwurf und so weiter reformieren wird von oben nach unten. Ja. Gorbatschow war der hilfloseste Mensch der Welt. Ja. Er hatte die besten Absichten, er war endlich mal einer mit einem, also Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Ja, das war er. Und er war, obwohl er ganz ein geschöpftes Apparat war, aber wenn man seine Memoiren liest, ja, ist das wirklich auch menschlich und so sehr, sehr spannend, wie dieser Mensch tatsächlich als Reformator an der Spitze hervortrat, aus den Kulissen dieses Politbüros. Ja. Und dieser senilen Kreise war er der Jüngste, der wenigstens lachen konnte oder so. Ja. Das ist alles wunderbar gewesen, nur er selber war im eigenen Land ungeheuer isoliert und hatte eigentlich sehr wenig Möglichkeiten, diese Perestroika umzusetzen. Aber er hatte das Wort von der Glasnost in den Raum gestellt. Es bildeten sich Gruppen, es bildeten sich Organisationen. Und so bin ich im Jahr 89 im Frühjahr dort für eine Rundfunkreportage mit den ganz jungen Leuten von Memorial, dieser antistalinistischen Geschichtsvereinigung. Später haben sie sich auch sehr stark um Menschenrechte gekümmert, um Haftbedingungen in den Lagern und Gefängnissen, um dann die Morde schon in Tschetschenien und so weiter. Mit denen habe ich dort in Moskau in einem ganz kleinen Raum zusammengesessen und sie waren im Banne dieser Geschichte. Ja, damals wurde in der ganzen Sowjetunion wurde nach den Massengräbern gebuddelt. Ja? Wurden Exhumierungen vorgenommen von Hunderttausenden Erschossenen. Ja? Und zwar nicht irgendwo ganz oben am Polarkreis da auch. Nein, ganz in der Nähe der großen Städte, nahe Moskau. Ja? In Moskau, Butovo. Ja? Ein Erschießungs... nennt man es Polygon, also ein Schießplatz. Ja? In dem... Aber Tausende, die in der Lubjanka waren, erschossen worden waren, nahe Kiew. Ja. Überall gab es eine Grabungsbewegung nach den Opfern des großen Terrors. Und für einen Moment lang war diese Sowjetunion, um die es sich ja noch handelte, im Banne dieser Geschichte. Ja. Alle die verschollenen Dokumente auf den Solovki-Inseln, unter den Dielen, wurden die Briefe der Gefangenen oder Notizbücher hervorgeholt, Briefe, die nie abgeschickt worden sind. Ja.
Es gab Manuskripte von Dutzenden, man spricht von 200 Schriftstellern, von denen man nie gehört hat, weil ihre Manuskripte nie das Licht des Tages erblickt haben und sie erschossen worden sind. Ja. Das schwemmte nach oben und da bin ich wieder bei dieser Lehre. Wie erklärt man sich das als Land, wenn man mit so einer Geschichte konfrontiert ist, in der die verschiedenen Teile der Bevölkerung, die Roten und die Weißen und die Bolschewiken, die Stalinisten, den Trotzkisten und die Russen, den Ukrainern, vielleicht die Ukrainer, aber auch den Juden oder einer polnischen Minderheit im Kaukasus, also diese ungeheure Aufladung von mörderischen Konflikten, die aber immer auch eine ideologische Aufladung bekommen hatten. Wie kommt man mit so einer Geschichte zurecht? Ich habe damals in Moskau im Jahr 1990, darüber habe ich auch geschrieben, den Gedanken gefasst, dass es im Grunde für uns als Deutsche leichter war, mit dieser Verbrechensgeschichte des Nationalsozialismus fertig zu werden. Weil im Großen und Ganzen nicht das etwas war, was wir, die Deutschen, uns selbst angetan hätten. Als ich dort in Moskau vom Flughafen zu diesen Leuten kam, hatten wir einen jungen Taxifahrer und er sagte, ja, also er hörte, wir fahren da zum Memorial. Und er sagte, naja, klar, euer Hitler, der hat ja die anderen ermordet. Er hat ja alle die anderen ermordet, also die Juden, die Russen, die Polen. Aber Stalin, der hat die eigenen ermordet. Das verstehe mal. Ja. Es ist tatsächlich moralisch und intellektuell ungeheuer schwer zu verstehen, ja, welche Verwüstungen, welche Opfer sich dieses Land in seinen verschiedenen Teilen gegenseitig zugefügt hat. Ja. Und das ist dann der Grund gewesen. Ich bin damals aus diesen Memorialleuten, durch Zufall bin ich in eine neofaschistische Gruppe, Pamjat hießen die damals, was sowas Ähnliches heißt. Es hat mit Erinnerung zu tun. Memorial, das ist ein Erinnerungsdenkmal, aber es heißt auch Erinnerung. Und Pamjat heißt Gedächtnis. Und das war eine Gruppe, eine antisemitisch, antifreimaurerisch, im alten Faschistenlook, Schwarzhemden, Koppel, durch Moskau marschierende Truppe. Man sagte, wo kommen die denn her? Im Jahr 1989, 90, und ich habe mit dem Führer dieser Gruppe gesprochen, und er sagt, das haben alles die Juden und die Freimaurer die fremden Mächte uns angetan. Die Juden hinter Stalin, also immer war irgendjemand dahinter. Und da hatte man schon dieses Grundmuster. Es musste ein äußerer Feind her, es mussten irgendwelche dunklen Kräfte von außen, die dann diesen größten geopolitischen Katastrophe vollführt hatten. Aus uns heraus, wir stürzen noch nicht zusammen. Aber Wahrheit ist, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion in dem historischen Moment, wenn Sie mal das ganze 20. Jahrhundert überschauen, an dem der größte relative Frieden in der Welt geherrscht hat. Mitten im Frieden, und zwar aus rein inneren Faktoren heraus, niemand hat das von außen gedeichselt, erfolgt dieser ganze weltgeschichtliche Dammbruch. Ja, mein Buch endete mit der optimistischen Perspektive eben, dass nachdem wir Deutschen jetzt unsere ganze Imperialgeschichte und wo am deutschen Wesen die Welt genesen wollte und ich weiß nicht was alles, wir damit jetzt mal fertig sind, schon länger, ja, und gerade vielleicht die Ostdeutschen und die Westdeutschen jetzt mal wieder sich ein bisschen misstrauisch beäugen, aber doch irgendwie zusammenkommen und jetzt einen irgendwie stinknormalen mitteleuropäischen Staat bilden. Ja? Und dass jetzt endlich auch sozusagen dieses anachronistische Gebilde dieses großen Russland
auch seinen imperialen Träumen abschwört, endlich mit sich selbst zu Rate geht und zu Rande kommt und wir in ein normales, diskursives Verhältnis unter Ländern, die alle eine schwierige Geschichte miteinander haben, aber die unheimlich viel zu bereden hätten. Aber wir müssen offen reden, ja. So wie Deutschland und Frankreich zum Beispiel, ja. Ewige Erbfeindschaft, aber irgendwann war es zu Ende und dann kann man miteinander reden und dann kann man in ein Verhältnis treten, ein ganz normales, nüchternes Verhältnis, ohne alle diese weltgeschichtliche Beauftragung. Und insofern endet dieses Buch von mir, das ich Anfang der 2000er Jahre dann geschrieben habe, mit der leider optimistischen, sozusagen betont, nüchtern, dass wir jetzt in der Situation sind, uns gegenseitig mit nüchternen Augen anzuschauen. Ja, nicht mehr die geheimnisvolle russische Seele und der russische Mensch und die Spiritualität und so, aber auch kein, die Deutschen als Kulturvolk und das der ganzen Welt sozusagen das Heil bringen. Niemand von uns bringt der Welt das Heil. Ja? Wir sind eine Gruppierung unter vielen anderen und so kommen wir in ein normales Verhältnis. Das war meine Hoffnung und meine Erwartung und das ist im Zuge der Entwicklung dann dieses putinistischen Regimes, aber jetzt habe ich meine Zeit auch schon ausgeschöpft, ist eben leider Zug um Zug, kann man sagen, etwas anderem gewichen. Ich meine, Putin kam aus dem Nichts. Wer war im Jahr 98, als Jelzin ihn da auf die Bühne stellt, den kleinen Geheimdienstler, und sagt, das wird jetzt mein Nachfolger, kannten 2% der Russen überhaupt den Namen Putin. Ja? Er tritt dann sofort an als Kriegspräsident Tschetschenien, dritter Tschetschenienkrieg, mit unglaublicher Brutalität durchgeführt. Da wird er populär. Wieso macht ihn das populär? Naja, da ist jetzt ein junger, energischer Mann, der wird jetzt diesen Zerfall stoppen. Und dann kam auch die Ölkonjunktur und die Deviseneinnahmen und Russland schien sich zu erholen und so weiter. Dann sagt er bei seinem zweiten Antritt eben diesen Satz da war vorher in Kiew schon die erste orangene Revolution gewesen. Kiew hatte doch bedenkliche Bescheinungen, also sich da etwas zu, nicht einfach nur im Kielwasser zu schwimmen. Da sagt er diesen Satz mit der größten geopolitischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts in seiner Antrittsrede. Der Superlativ ist da wichtig. Wenn das die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist, ja, das kann man doch nicht so belassen. Ja, das kann man noch nicht so hinnehmen. Er hat auch mal gesagt, die Russen sind das größte geteilte Volk der Erde. Wieder superlativ, das größte geteilte Volk der Erde. 23 Millionen Russen leben jetzt im Ausland. Ja, du lieber Himmel, wenn wir jetzt in diesen großdeutschen Kategorien, dann muss natürlich Österreich wieder heim ins Reich und die Deutschschweizer sind ja eigentlich auch Deutsche und überhaupt, und die Elsässer, sind das Franzosen, was macht man da für Kisten auf, ja? Aber das hat ihn zunehmend observiert, ja? Und er hat immer wieder davon gesprochen, wir werden zerfallen, wir werden uns auflösen, wenn wir nicht uns um einen starken Pol scharen, um unsere traditionellen russischen Werte. Und da wird es immer russischer auch, großrussischer. In deutschen Kategorien könnte man auch von völkischen Ideen reden. Und die Ideologen im Umfeld von Putin sind auch Leute, die sich aus dem Reservoir der deutschen völkischen Ideen sehr vielfältig bedient haben. Ja. Also Carl Schmitt ist da noch, den haben Sie alle gelesen, der ist da noch die harmloseste Referenz, also auch sehr viel hart an den Rassentheorien heran. Eigentlich hat man sich aus einem deutschen Ideenfundus zum Teil in diesem Ideologenumfeld des Kreml bedient.
Ja, und dann ab 2012, dann wird dieser ganze Gedanke der Wiederherstellung des großen Russland, der wird zu seiner leitenden Idee. Nun muss man eben realistischerweise sagen, und er hat das auch gesehen sehr wohl, dass Russland ein Land ist mit dem Sozialprodukt, sagen wir mal, von Italien optimistisch gerechnet, ja, aber möchte in einer Liga, also dieses Paritätsdenken, was die Sowjetunion ja auch hatte, ja, man will von gleich auf gleich mit den USA insbesondere, darauf sind sie völlig fixiert, während im Rücken China wächst, was einen Druck ausübt. Ja. Also dann ist er im Banne dieser Größenvorstellungen, und das ist dann eben so etwas wie ein fataler Zirkel, kann man sagen, der Geschichte Russlands, was nie mit sich selbst zu Rande gekommen ist, nie mit sich selbst genug hatte, nie sich auf sich selbst, auf seine wunderbaren menschlichen und materiellen Ressourcen und Potenziale konzentriert hat, sondern immer in irgendeinem machtstaatlichen, ganz großen Bereich herum operieren wollte. Und dann ist in ganz traditioneller großrussischer Perspektive dieses Kleinrussland, also ohne die Ukraine gibt es kein großes Russland. Das war früher mal axiomatisch. Und Weißrussland wird ganz nebenher einkassiert, nachdem eben dieser Kolchos-Direktor dort von dem großartigen, von diesen Frauen geführten Aufstand vor 2 Jahren, ja, naja, man könnte sagen, etwas kastriert worden ist. Ja. Also ist er jetzt nur mit Putins Hilfe ist er noch an der Macht, und jetzt ist Weißrussland auf Marschgebiet. Und das soll eben der Kern eines neuen großrussischen Imperiums sein und werden. Aber ehrlich gesagt, der Norden von Kasachstan zum Beispiel wird auch überwiegend von Russen besiegt. Da ist Baikonur, also wieso eigentlich sollte dieses Kasachstan, könnte man teilen oder könnte man unter die Fittiche nehmen, hat man ja auch halt nach den Unruhen. Naja, also das ist jetzt das große Projekt, was alles ich für meinen Teil habe kommen sehen seit ungefähr 10 Jahren, seit seinem neuen Machtantritt, wenn man sich mal in diese Literatur auch vertieft hat und in seine Reden ganz einfach. Und dann kam eben das mit der Krim und dem Donbass, und dann wusste man schon, das ist nicht das Ende, absolut nicht. Das sind lauter offene Wunden, die er schafft. Aber das, muss ich dann sagen, das, was er jetzt gemacht hat, das hätte dann auch selbst ich so nicht erwartet. Und in dem Sinne glaube ich, dass das Tragische dieser Situation jetzt ist, dass eben nicht nur die Ukraine, die gerade dabei war, sich zu erholen, die ein sehr vielgestaltiges Land ist mit sehr vielen Verbindungen, wie intelligent, das sieht man jetzt gerade in diesem Krieg, ja, ob das nun ihre Informationspolitik, diese Figur eines Zelensky, der ja nun wirklich eine Gegenfigur schlechthin zu Putin ist, das sieht man, aber nicht nur dieses Land wird jetzt zu Klump geschossen, und soll mit aller Macht erobert werden und irgendwie unterworfen werden oder geteilt werden, keine Ahnung. Er hat das ja mit niemandem abgesprochen, es wird ja auch nichts auf den Tisch gelegt, sondern auch Russland selber ruiniert sich und gerät in eine historische Paria-Situation, in hellen Scharen fliehen eben die begabten Leute außer Landes. Es ist eine ungeheure Verarmung, gerade für jemanden wie mich, und damit bin ich jetzt auch zu Ende, der sich mit diesem Land sehr beschäftigt hat, sehr damit identifiziert gewesen ist, ist auch das wirklich eine ganz gewaltige Tragödie, von der ich irgendwie nicht im Moment sehe, wie sie wirklich auf eine gute Weise beendet werden könnte. Und wollte man jetzt in Kategorien, da wir nun schon hier sind, eines 20. Juli denken, ja, könnte man ja, nicht? Also
also von Gewissensentscheidungen. Und die Leute, einige haben sich geäußert im Apparat, sind Leute unter Hausarrest gestellt, ja, die widersprochen haben und so weiter. Nur, wir wissen ja auch, wie der 20. Juli geendet hat. Ja. Aber das liegt ohnehin nicht in irgendwelchen Kreml-Astrologien, nicht in irgendwelchen Voraussagen, die man machen kann. Man kann nur sagen, also ich habe da in meinem kleinen Kundgebungsbeitrag bei dieser Kundgebung auf dem Bebelplatz, wo ich zu der Rede von Selenskyj übergeleitet hatte, was ja eigentlich eine sehr stille Rede war, wo wir alle diese ukrainischen Schriftsteller und anderen haben zu Wort kommen lassen. Und ich habe dann wirklich in den verzweifelten Ruf ausgebrochen, in welche nordkoreanische Finsternis will man uns da stürzen. Ja? Wie sollen wir überhaupt normale Besuchsbeziehungen, professionelle Beziehungen aufrechterhalten in der nächsten Zukunft? Ja? Es ist ein ungeheurer, auch zivilisatorischer und kultureller Abbruch. Und der betrifft auch uns. Also insofern hieß mein Artikel ursprünglich die Tragödie Russlands, die auch unsere ist. Ja, jetzt bin ich aber wirklich, Entschuldigung, fertig. Und ich hoffe, dass wir doch noch etwas Raum und Zeit und Energie finden, um in eine Diskussion einzutreten. Ja, danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.